Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maistisch. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um eine Chaos-Sorte und zwar um einen der, denke ich, beliebtesten, was man so auf Social Media hört. Und zwar um den Baby Noah. Baby Noah soll sein Pfirsich, Limette, Blaubeere, Eistee. Also ja, ziemlich schwierige Flavor zusammengemischt mit auch noch einer Eistee-Note, wie es hier drauf steht. Also bin ich auf das Ganze mal sehr gespannt. Pfirsich ist sowieso was mir sehr gut taugt. Limette mag ich eigentlich nicht so ganz. Blaubeere, wenn es eine gut getroffene und nicht allzu chemische ist, finde ich es nice. Aber es gibt halt doch wirklich viel Schmutz. Ja, und Eisteenote ist jetzt halt die Frage, kann ich mir da so einen Eisteegeschmack vorstellen oder ist es halt wirklich kalt, weil Eis, ne? Das werden wir aber heute auf jeden Fall rausfinden. Und dann kommen wir erstmal doch zu den Grunddaten vom Tabak. Das Ganze kostet 16,90 Euro für 200 Gramm. Gewohnt wie bei Chaos alle Sorten. Ja, ihr kriegt das hier in dieser Standard-Tabakdose. Und dann machen wir doch mal das Ganze auf und riechen dran. Also das Erste, was ich sagen muss, es riecht chemisch. Ja, also es ist nicht irgendwie natürliche Noten, finde ich. Es riecht halt wirklich chemisch. Und im Vordergrund würde ich sagen, ist eine Pfirsichnote, die, also quasi wirklich, wie es hier drauf steht, die Pfirsichnote gleich als erstes, die ist mir hier auch am prägnantesten. Mir riecht das Ganze, also es erinnert mich an was, der Geruch. Aber ich kann euch nicht sagen, was das ist. Ich habe auch die Regie gefragt, die weiß es auch nicht so richtig, aber sie kennt den Geruch auf jeden Fall. Es ist ein ganz, ganz komischer Geruch. Er riecht irgendwie auch nach Süßigkeiten. Also der ganze Tabak riecht allgemein sehr, sehr süß. Und so eine gewisse frische Note ist auch vorhanden. Limette rieche ich nicht raus, aber dafür im Unterton von dem Pfirsich schwingt so eine Blaubeernote mit. Irgendwie, also das Ganze riecht sehr, sehr wild, sehr, sehr verrückt. Aber eigentlich ganz gut. So, zum Schnitt und zur Feuchtigkeit. Das Ganze, ich blende euch an der Stelle hier wieder ein Bild ein vom Schnitt. Das Ganze ist ja sehr fein geschnitten, wie ich finde. Ich finde den Schnitt sehr angenehm. Ihr habt hier und da mal ein paar Ästchen. Ja, okay, das passiert. Und ich finde den ganzen Tabak, also molassetechnisch, ne, ist überhaupt nichts überschüssig. Ich finde den eher sogar ziemlich trocken. Oder besser gesagt, nicht trocken, sondern gut eingezogen. Aber der ganze Tabak ist sehr, sehr klebrig. Das kenne ich von Chaos eigentlich so gar nicht. Ja. Also ich kenne den Tabak von Chaos immer als sehr, sehr feucht. Aber der hier ist sehr gut eingezogen und sehr, sehr klebrig. Ich habe erst gedacht, das Ganze ist auf Honigbasis. Aber es ist auf Zuckerbasis, wie hier drauf steht. Ja. Also er ist sehr, sehr klebrig. Ich habe jetzt zum Beispiel mal noch den Falim hier, also den Türkisch Bubbles. Der wiederum ist überhaupt nicht klebrig. Keine Ahnung. Wieso? Aber Schnitt und Feuchtigkeit von mir nichts zu meckern. Ja, es ist ein bisschen klebrig, geht nicht ganz so gut zu bauen. Dadurch, weil es halt alles zusammenklebt. Aber ja, okay, sei es drum. Ah, das ist Meckern auf hohem Niveau. Dann blende ich euch hier jetzt auch wieder ein Bild von meinem Kopfbau ein. Heute im Hukain Lit Lip Cool Water auf der Ocean Kaif. Ja, auf guten Noppenkontakt gebaut oder ja, also leicht über den Rand. Ihr seht ja jetzt den Kopfbau locker fluffig. Dann stellen wir das Ganze hier hoch und ich würde sagen, das Ganze steht schon ein paar Minuten. Wir nehmen jetzt mal den ersten Zug und gucken mal, ob der Tabak und der Kopf schon warm sind. Und das würde ich mit einem Ja beantworten. Ja, Rauchentwicklung ist okay und geschmacklich ist es sehr ähnlich wie im Geruch. Allerdings, hier schwingt eine ganz leichte Frische mit. Also diese Eisteenote, wie drauf steht, ist auf jeden Fall hier in Form von einer gewissen Kühle gelöst. Ist für mich eine sehr, sehr verträgliche Kühle.
Die ist nicht aufdringlich, nicht penetrant, auch nicht stark. Sie schwingt wirklich nur im Unterton mit, man merkt sie. Aber sie ist nicht vordergründig und so prägnant und richtig kalt. Sie ist sehr angenehm kühl, wie ich das halt mag. Ansonsten schmecke ich, also es ist so ganz schwer rauszuschmecken, was da jetzt mitschwingt. Es ist einfach sehr fruchtig, aber sehr einzigartig. Also ich kenne keinen Tabak, mit dem ich das Ganze vergleichen könnte. Es ist auch sehr süß, also wie es auch schon riecht, es ist wirklich ein sehr süßer Tabak. Ein sehr, sehr süßer Tabak. Und ja, im Vordergrund ist tatsächlich auch wieder so eine Pfirsich-Blaubeermischung, wobei ich sogar hier die Blaubeere leicht stärker, also im Geschmack leicht stärker finde als die Pfirsichnote. Es ist eine künstliche Blaubeere, aber allerdings nicht allzu übertrieben künstlich. Ihr habt dann diese Pfirsichnote, die jetzt nicht allzu krass ist. Ja, also es ist so ein sehr gewöhnlicher Pfirsich, wie man das im Shisha-Tabak allgemein so findet. Allerdings ist er auch nicht aufdringlich, auch eher künstlich gehalten. Die Limette, finde ich, schmeckt man hier überhaupt nicht. Also limettenmäßig schmecke ich hier überhaupt nichts raus. Null. Alles in allem würde ich sagen, es ist ein eher künstlich gehaltener Tabak. Mir schmeckt das ziemlich lecker. Wie gesagt, es ist mehr blau, also vordergründig finde ich Blaubeere mit einer Pfirsichnote. Limette finde ich, schmeckt man gar nicht raus. Und dann habt ihr halt eine sehr dezent gehaltene frische Note, die aber dem Tabak so eine gewisse Abrundung gibt. Ohne die frische Note fände ich ihn nicht so gut. Aber die frische Note ist da schon sehr angenehm und wichtig in dem Tabak, würde ich sagen. Hitzeverträglichkeit kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Der hält die Hitze hier mit 3 Kohlen sehr, sehr gut aus. Geschmack flacht auch nicht ab, drückt nicht, kratzt nicht. Lässt sich ganz okay rauchen oder gut eigentlich sogar. Ja, alles in allem. Ich würde ihn halt auf jeden Fall nicht daily rauchen, weil er halt wirklich ziemlich süß ist. Aber diese frische Note ist schon ganz nice hier drin. Ja, also alles in allem ein guter Tabak, den ich aber nicht daily rauchen würde, weil er mir zu süß ist. Und damit war es das von mir, von diesem Video auch schon wieder. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich außerdem über einen Like freuen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.